Ja, hallöchen, herzlich willkommen zur fünften Folge von My Summer Car. Ja, ich habe noch nichts weiter groß jetzt gemacht im Spielverlauf, immer nur derselbe Spieltag. Bin mir offen gestanden noch ein bisschen unschlüssig. Ich habe jetzt zwischen der letzten Aufnahme und dieser habe ich mal ein bisschen mehr was rausgesucht, wie man ein Auto schieben kann. Das ist wohl ja sehr abenteuerlich. Und ich habe es eben gerade schon mal probiert, da ging es schief. Deswegen jetzt nochmal neu geladen und neuer Anlauf. Aber unser Problem ist natürlich auch, dass das Fahrzeug jetzt natürlich schräg steht, ist klar. Aber man kann wohl sehr gut schieben. Mit J kann man die Hände ausstrecken und dann soll man sich immer so in die mittlere Hockposition begeben, ein bisschen auf den Boden gucken und vorsichtig hier hinten ans Auto gehen. Und dann geht das wohl. Aber so wie das hier ausschaut, brauchen wir wohl die ganze Folge dafür. Ja, und immer wenn das so schlägt, dann erleidet das Fahrzeug natürlich Schaden. Das ist natürlich nicht gut. Deswegen müssen wir das ein bisschen. Ja, mit Vorsicht genießen. Oh, ja, schlagen sollte man auf keinen Fall. Ja, mal kurz nach vorne gucken, wie das jetzt hier ausschaut. Dann will ich dann rechtzeitig das Heck, das Heck natürlich noch rumschieben. Wir müssen noch ein Stückchen in die Richtung schieben, wie wir jetzt gerade unterwegs sind. Jetzt müssen wir hier irgendwie versuchen, das Heck umzuschieben. Das geht. Das ist natürlich alles ein bisschen buggy und alles nicht so in dem Töpfchen, wo es kochen soll, ist klar. Aber das ist die einzige Möglichkeit, die wir haben, dass wir das hier so nutzen. Na, es ist immer wieder Schaden am Fahrzeug, ist nicht gut. Stehen wir jetzt da? Der Lenkeinschlag der Räder spielt wohl keine Rolle. So. Wie gesagt, wir können das Fahrzeug ja auch querschieben, wie man sieht. Ups. Komm. Oh ja, naja, wir haben hier nicht viel Spielraum nach links und rechts, das ist nun mal so. Bin jetzt mal vorsichtig hier. Schlimmste, was uns natürlich passieren kann, ist, dass das Auto in die Grube fällt. Ja, und genau hier bin ich beim letzten Versuch auch schon gescheitert. Ich kriege das Fahrzeug kaum weitergeschoben. Jetzt ist es natürlich so weit gesprungen. Kriege das hier kaum reingeschoben, das ist mein Problem. Ja, ich drücke die ganze Zeit die W-Taste und ja, guck mal, wie schnell es vorangeht. Ich hoffe jetzt mal, dass wir einigermaßen über der Grube sind, dass einigermaßen gerade ist. Und leicht die Maus nach oben und unten bewege. Senkt sich und hebt sich das Fahrzeug auch an, aber irgendwie geht es eigentlich schneller. Drück mal J, so, die Hände einziehen. Ja, es ist schon okay, natürlich ist nicht hundertprozentig mittig, aber es ist okay, so wie es ist. Jetzt muss er halt noch rein, rein muss er. Ich habe immer gesagt, man soll vorsichtig machen, man soll nicht mit so viel Schwung rangehen, aber das ist irgendwie spielt das keine Rolle. Tja, probieren wir es mal. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ungefähr so weit war ich bei meinem ersten Versuch auch. Dann habe ich allerdings zwischendurch aufgehört. Das werde ich jetzt nicht machen. Ich werde jetzt mal weiter schieben. Immer schieben, 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 schieben. Ja. Ansonsten
Wie gesagt, in-game jetzt nichts Neues. Und nichts weiter gemacht irgendwie, hab nichts verpasst. Mal diese Folge nun diese Güllefahrt machen, weiß ich noch nicht. Mal sehen, kommt drauf an, wie unser Charakter jetzt hier so durchhält. Gerade auch von der Müdigkeit her. Müsste man eigentlich langsam mal hier die Grube hier zu Gesicht bekommen, oder? So langsam aber sicher. Wie gesagt, ich höre jetzt nicht auf. Ich riskiere jetzt alles. Wenn die Karre jetzt in die Grube fällt, dann lade ich den Spielstand neu. Können wir sich ändern. Das ist alles noch ein bisschen verbuggt hier. Da können wir jetzt uns nicht drauf stützen, dass wir das jetzt hier hundertprozentig erledigen können. Jetzt kommt die Grube zum Vorschein. Gut, die kommt aber ziemlich schräg zum Vorschein. Ich würde jetzt mal behaupten, wir fallen davon gleich in die Grube. Muss das hier eigentlich so rumliegen? Das müssen wir hier vorne wieder. Oh, hoffentlich geht das, hoffentlich klappt das jetzt. Boah. Meine Herren. Müssen wir noch ein Stück rüber, nützt nichts. Mal hier in den. Ja, das hat schon besser geklappt hier an die A-Säule. Also wir müssen das Fahrzeug schon noch ein Stück reinschieben. Ja, genau, das ist das Problem. Das habe ich auch schon im Internet gelesen, dass es viele haben. Dass man das nicht richtig über die Grube schieben kann, dass es da irgendwelche Probleme gibt. Nur wir müssen ja, hier ist ja die Treppe von der Grube, das heißt, hier müssen wir schon, hier müssen wir mit unserem Charakter immer rein und raus, wenn wir mal unter dem Fahrzeug was machen müssen. Das ist jetzt unabdingbar, dass hier jetzt, dass wir das jetzt hier freilegen. Ja, es schiebt sich langsam, er schiebt sich langsam. Ein Stückchen nach unten gucken, na, das schiebt er nicht mehr richtig. Ja, Problem ist, wir schieben das auf weiter mehr irgendwie nach rechts als irgendwo anders hin. Von der Seite hier, aha, das ist natürlich auch nicht gut. Kommen wir jetzt hier rein? Ne, kommen wir immer noch nicht rein. Das ist nur mal von hier unten jetzt schieben. Auch interessiert mich irgendwie gar nicht. Tja, ist natürlich schlecht. Wir müssen, wie gesagt, hier rein und raus gehen können. Uns bringt uns das nichts, wenn wir hier vorne in die Grube fallen, sitzen wir in der Falle, kommen wir nicht mehr raus. Ja, wie gehen wir jetzt an die Sache ran? Wenn wir mit Gewalt probieren, geht jetzt nicht anders, also ohne Gewalt geht es nicht. Na, guck mal, ich kann hier schieben, was ich will. Jetzt bewegt es sich langsam, ganz langsam, aber er bewegt sich. Vorsichtig runter gucken, das Problem ist dann, ja, geht, aber vorne trifft man jetzt ab, vorne trifft mir jetzt ab hier, müssen wir wieder, wie gesagt, immer alles, wenn das so rungst und so schläger hält, ist das immer schlecht, machen wir meistens Schaden am Fahrzeug. Hier vorne kannst du wunderbar rechts und links bewegen, aber kannst du eben nicht jetzt irgendwie, in Fahrtrichtung geht er irgendwie schwerer wie quer. Jetzt kommen wir schon rein. Nee, jetzt kommen wir aber. Ah, ist schwierig. Ich würde gerne noch ein Stückchen vor. Ein Stückchen würde ich gerne noch vor kriegen. So, läuft er jetzt wieder so langsam. Jetzt geht's.
schieben wir nur das Heck hin und her. Jetzt geht er noch ein Stückchen nach vorne. Oh, das wird ja eine folgenfüllende Aktion hier, das Auto in die Garage zu schieben. Also es gibt Sachen, ich meine, einiges ist hier im Simulator natürlich ein bisschen vereinfacht, klar. Aber es gibt auch Sachen wie zum Beispiel das Schieben eines Fahrzeugs, das ist schwieriger wie in der Realität. Selbst wenn da keine Lenkung drin ist, glaube ich nicht, dass das so... Ja, das sieht schon besser aus. Das sieht doch gut aus hier. Das ist jetzt, so können wir arbeiten. So können wir arbeiten. Na, kommen wir hier auch raus. Mal probieren hier. So, jetzt stehen wir aufrecht. Ach komm, brauchen wir uns gar nicht hindocken. Hinhocken. Hinhocken. Oh, ist das schön, wenn das hier mal klappt. Herrlich. Gut. Was können wir jetzt noch machen? Haben wir hier eine Uhr in der Werkstatt? Nee, wir müssen wissen, wie spät es ist. Es ist jetzt nachmittags 14.20 Uhr. Gut, da brauchen wir sowieso nicht mehr noch irgendwo hinrammeln oder losfahren oder irgendwas zu machen. Da können wir noch ein bisschen basteln hier. Können wir noch ein bisschen basteln. Aber fragt mich bitte nicht, was. Fragt mich nicht, was wir hier basteln. Sind wir super. Also ich bin jetzt persönlich an dem Punkt, wo ich will jetzt nicht sagen, wo ich mit meinem Latein am Ende bin, aber wo es jetzt doch schon relativ komplex wird hier. Jetzt müssen wir mal schauen, ob wir und wo wir hier vielleicht mal eine Lenkung einbauen könnten, eine Lenkgestänge. Probieren wir mal. Probieren wir mal, ob wir das hinkriegen. Oh, diese scheiß Fliegen hier überall. Muss ich unbedingt... Ne, das müsste Antrieb sein. Das ist Front Left. Schauen wir mal. Ach, ich spring vorne rein. Und mal vorne links. Vielleicht kriegen wir das auch von oben dran. Nee. Kriegt man das Teil hier schon rangebaut? Irgendwo. Bin mir jetzt nicht sicher, ob man vielleicht auch... Aber was habe ich jetzt für ein Teil hier in der Hand? Von der links, ja. Hier vorne müsste das eigentlich dran, hier wo die Schraube sitzt, oder? Liege ich da jetzt falsch? Und wird dann eigentlich mit der Lenkung verbunden, aber irgendwie scheint das hier noch nicht so richtig funktionieren. Scheint hier noch irgendwas vergessen. Vielleicht müssen wir mit dem Lenkrad anfangen, dass wir jetzt quasi auch in der falschen Richtung angefangen haben. Das ist durchaus möglich. Ah, lass mich raus. Ich nehme das Teil erstmal wieder beiseite. Dann können wir vielleicht das Lenkgestänge hier schon, das ist auch eine Lenkung, oder? Ja. Das müsste jetzt so rum. Hier reinkommen. Wie gesagt, bin mir jetzt nicht sicher, wie wir anfangen müssen. Ne, Driving Mode wollen wir nicht. Hier geht das Lenkgestänge sicherlich durch. Oder da unten. Da werden wir es mal was von unten reinkriegen. Wie gesagt, das sind jetzt Experimente meinerseits. Wenn wir dann in Zukunft da weiter der Haken. Ach, das hängt hier quer drinne. Dann ist das Lenk... Verstehe ich jetzt nicht, warte mal. Ich dachte, das wäre das Gestänge vom Lenkrad, was runterführt. Das hängt aber da quer drinne. Warte mal, das Lenkrad, das liegt doch hier lose. Dann müsste da aber irgendwo noch ein Gestänge rumkullern.
was vom Lenkrad dann da runterführt. Welches soll das sein? Das sind nur die Antriebswellen hier, oder? Wenn mich nicht alles täuscht. Ne, das ist Steering Rod, genau. Das wird quasi... Das kommt davon. Gut, weiß ich nicht. Bin ich jetzt etwas überfragt, muss ich da mal schauen. Aber der... So, schreiben wir das erstmal fest hier. Die Frage ist, mit was? Die Frage ist, kommen wir überhaupt von hier unten ran oder hätten wir es vielleicht von oben festschreiben müssen? Probiere jetzt die sämtliche Schlüssel. Ah ja, doch, geht. So. Mit vier Schrauben habe ich mir was gedacht. Die richtig fest, ja. Hier müssen wir noch die hintere machen. So, Freunde der Sonne. Wenn das jetzt da unten quer liegt, das gehört ja zur Lenkung auf jeden Fall. Das steht fest. Wenn das da unten quer drin liegt, welches Teil brauchen wir dann? Ah ja, das ist das, okay. Das Gestänge von hier zum Lenkrad, das habe ich gesucht. Oder das suche ich. Aber von jetzt könnte man auf jeden Fall, jetzt müsste das eigentlich gehen. Jetzt müsste man die Teile hier dran kriegen. Front Right war das jetzt. Kann auch sein, dass man hier... Oder bin ich jetzt hier falsch? Liege ich jetzt hier falsch? Steering Rod, doch. Und vorne rechts, das heißt, es müsste eigentlich... Oder habe ich da was vergessen? Von dieser Schraube hier, hierher müsste das gehen. Da war's. So. Ah, wir schauen mal, ob man es vielleicht... Ich mach die andere Seite auch gleich rein. Schauen wir, ob man die... Schrauben dann vielleicht von oben festkriegen. Wo war der Haken jetzt? War der hier vorne oder war der da drüben? Ah, komm, wo ist denn das jetzt? Hier dran sollst du. So rum, aber ist ja egal. Eigentlich müsste das schon dahin springen, wo es hin soll. Na. Wo ist der Haken? Wo kam der Haken? Ich weiß es nicht mehr. So. Da war er. Ah, wo ist er wieder? Ziemlich weit hinten. Hallo. Ich habe ihn schon gesehen. Oh, Leute, wo ist er denn? Das Schlimme ist, dann wirst du ungeduldig, bewegt sich immer schneller und dann blitzt er wieder nur kurz auf und dann... Hast du gar nichts gekonnt. Sehr schön. So, schauen wir, ob wir das Ding jetzt hier festkriegen. Ah, ja, mit dem Kopf durch den Kofferraum immer Vollgas. Achso, hätte ich ja gleich mal mit den Schlüssel probieren können eigentlich. So theoretisch.
Wo ist denn hier jetzt überall eine Schraube, bitteschön? Auf jeden Fall da, würde ich sagen. Ja, wir müssen das, glaube ich, von unten machen. Das wird hier wohl von oben nichts. Ich würde gerne meinen Werkzeugkoffer mitnehmen. Danke. Ups, rein hier. Kleines Leiterchen wäre hier angebracht, dass wir mal hier hochkommen. Da sind sie doch. War sogar der richtige Schlüssel, wer hätte das gedacht? Oh, warte mal, die ist ja fest. Und die auch, haben wir die mal irgendwann vergessen? Don Stefanio, hier hängen auch noch Schrauben draußen. Das ist nämlich nicht das Teil, was wir gerade eingebaut haben, Don Stefanio. Hier vorne ist das Teil, was wir gerade eingebaut haben. Dieses Gestänge hier haben wir gerade eingebaut. Diese Schraube müssen wir, glaube ich, festziehen. Und die Schrauben haben wir irgendwann irgendwo mal vergessen. Oi. Das kann böse enden. Das kann mal einen richtig bösen Unfall enden. Beziehungsweise weiß ich gar nicht, ob der TÜV das überhaupt mitkriegt. Hat mich schon gewundert, dass der Schlüssel passt. Jetzt mal hier. Die Schraube müssen wir auf jeden Fall festziehen. Ich glaube, die hat man schon, ne? Jawohl. Ja, siehst du, das sind die Lenkung gerade geworden. Ja, die war es nicht hier unten, die war es eigentlich, ja. So, jetzt müssen wir aber noch gucken, jetzt müssen wir das garantiert auch noch hier oben irgendwo festschrauben. Bin mir auch gerade nicht sicher, wo die Schrauben sind. Ich will von oben gucken. Ja, das ist eben hier Bastelarbeit. Schöne Bastelarbeit. Och nö. Wenn man sich nach vorne beugt und zoomt, bricht man sich immer fast den Finger. Das ist doch hier. Nee, ist es nicht. Nur von unten eine Schraube dran, kann das sein. Aber das wäre ja nur, wie wäre das denn auf der Seite gelöst? Das Teil hier dran steckt. Oder steckt das nur so drin? Ich meine, es kann ja eigentlich nicht weg. Wenn das Gestänge hier ist festgeschraubt und die Gestänge hier jeweils rechts und links sind ja vorne festgeschraubt am Querlenker. Und selbst wenn du jetzt rüber, also in die Richtung lenkst hier und das drückt sich hier rüber, zieht es ja das automatisch mit, ne? Nee, könnte das rausfallen? Nee, es könnte raus. Gott, schwierig. Ja, merkt schon, ich bin da auch kein Fachmann oder irgendwas. Ich versuche das eben alles so ein bisschen mit logischem Denken mir zu erklären, wo es eben leider Gottes nicht immer funktioniert. Ich werde jetzt einfach mal den sicheren Weg gehen und hier einfach mal mit jeder Schlüsselgröße alles absuchen. Beziehungsweise, nein, wir machen das ein bisschen professioneller. Das ist die Schraube von vorhin. Wir machen das ein bisschen professioneller. Wir beenden die Folge mal an der Stelle und ich werde mir mal was raussuchen. Vielleicht finde ich irgendwo eine Information. Ich will jetzt nicht ehrlich gesagt alles hier im Internet nachlesen. Ich muss mal gucken, ob es hier irgendwo so eine Art, also in-game irgendwo so eine Art Handbuch gibt. Ob es das gibt und wenn ja, wo es das gibt.
Das mache ich. Das habe ich doch gesucht hier. Das habe ich gesucht vorhin. Das wollte ich doch einbauen hier. Das bauen wir ein. Das bauen wir erstmal ein. Weiß ich nicht, ob man das von hier drin einbaut oder ob man das von draußen einbaut und von oben oder von unten oder überhaupt. Ich glaube von unten. Schwupps. Heim und frei, das bauen wir jetzt noch ein. Ne, wir machen die Folge noch nicht zu Ende, das bauen wir noch ein hier. Und dann können wir es ja eigentlich schon fast probieren, ob es funktioniert. Siehst du, habe ich das Teil einfach nicht gefunden, so schnell geht's hier. Und schon kriegst du da Probleme. Es müssten zwei Schrauben sein, hier unten, hier oben und unten jeweils. Das ist die Frage, welche Schlüsselgröße. Und ob ich überhaupt von hier unten rankomme oder ob ich da von oben ran muss, von innen oder welche Möglichkeiten wir nun haben. Ist eben sehr schwer abzuschätzen hier, wie es das für eine Schlüsselweite sein soll. Das gebe ich zu, also da habe ich unheimlich Probleme. Da habe ich in Realität eigentlich nicht so Probleme. Klar verschätzt man sich mal oder liegt vielleicht einmal falsch, aber dass ich hier so einen ganzen Werkzeugkasten in der Realität mal durchprobieren muss, welcher nun passt, das hatte ich eigentlich so auch noch nie. Da, nee, das ist die falsche Schraube. Falsche Schraube. Ich habe fast bedenkt, dass man hier gar nicht rankommt. Tja. Falsch gedacht, und Stefanio. Geht. Prima, müssen wir wahrscheinlich von innen, weiß ich nicht, ob da von innen noch eine Schraube zu befestigen ist. Müssen wir mal schauen hier. Ja, hier sind zwei Schrauben. Wer weiß, was das wieder für eine Schlüsselweite ist. Sind das Schrauben? Sind das Schrauben, oder? Ich denke, das sind Schrauben. Oder etwa nicht. Sehe ich das hier gerade falsch? Kann mir doch keiner erzählen, dass die Lenksäule nur da unten dran hängt. An den zwei Schräubchen. Da muss ja bestimmt hier oben auch noch was dran. Das zählt uns nichts. Das hält doch sonst nicht. Kann natürlich sein, dass es jetzt der letzte Schlüssel ist, den wir ausprobieren, der dann passt. Weiß jetzt gar nicht mal, welchen wir ursprünglich in der Hand hatten. Aber entweder der oder der nächste. Oh ne, passt irgendwie nichts hier. Passt nichts oder hat man den in der Hand? Kann irgendwie erst sein. Gut, okay, komisch. Werde ich auf jeden Fall noch prüfen. Ne, hier ist aber nichts weiter. Das hängt wahrscheinlich einfach nur. Ich habe das schon gesehen, dass das hier drinnen hängt. Dass hier mit dieser Spange hier, diese Spange hier drüber hängt. Das scheint da wirklich alles zu sein. Gut, okay. Dann ist das halt so. Dann ist das halt so. Ja, raus hier. Dann ist das halt so. Ja, wie gesagt, die Teile da unten, die beiden, werde ich nochmal prüfen. Gut, okay, jetzt machen wir die Folge wirklich zu Ende. Jetzt haben wir die Lenkung soweit eingebaut. Haben wir doch schön was geschafft heute hier. Ich bin auch übelst am Verdursten. Oh, Gottes Willen. Um Gottes Willen. Und hundemüde bin ich auch. Also da muss man was dagegen unternehmen. Ich würde mal sagen, wir beenden die Folge hier an der Stelle. Und ja, wenn es euch gefallen hat, Däumchen nach oben da lassen. Wie immer, ne? Kommentiert, abonniert, was das Zeug hält.
Und ja, ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, falsch und rechts. Grüß die Leute. Macht's gut.